herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Klassik, wo wir im Klassik. Ja, genau. Nochmal. Im Projekt Klassik auf der Provence Map. Ja, genau. So ähnlich. Hat sich es bei mir am Anfang auch immer angehört. So. Ja, das kommt, das kommt. Jo, servus. Wir haben letztes Mal. Aufgehört mit mir. Achtung, hier nicht gegen Bahn. Ja, ich fahr hier die Spaten mal zusammen, das Gras. Ich tu mal hier Mähwerk einlagern. 12.000 geht da bloß rein. Du könntest mal. Nächstes Mal mach ich die Ansage. Genau. Können wir machen. So, eigentlich müsste Mikado hier mal kurz anfahren, weil er hat ja behauptet, er kriegt hier das ganze Gras weg. Ja, easy! Komm mir, gib mir Latte, wo ist dran? Wo ist der Ladewagen überhaupt? Der hängt bei mir hinten dran. Ich komme, bin unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Achtung! Was ist denn das hier überhaupt? Ist das dieses Silo? Das ist das Silo. Okay. Das sieht schon irgendwie seltsam aus. So, warte, ich komme. Soll ich den mal einlagern, den John Deere? Ja. Oder soll ich mit dem dann fahren? Ja, sag, ich bin gerade im Rücken. Mal einpacken. Na, überlegen, was wir noch brauchen als nächstes. Ich hab den jetzt selber. So, dann lass mich mal in deinen. Schön. Nö, jetzt habe ich schon fast hingekriegt. Ich habe keine Lust mehr. Also. Außerdem fahre ich mit dem Ford gerade. Und außerdem hast du gesagt, dass man das hier hinten nicht rausbekommt. Hier hinten ist nur noch dieses ganz kleine Gefütze. Ja, guck mal. Ja, was? Varuna LP. Was soll ich gucken? Was Varuna LP ist halt pro. Warte, ich sehe hier Varuna LP. Was steht an der Ecke bei The Crash? Ja, das will ich. Na, warte mal, ich muss mal hier gerade ein Foto schießen. Geh mal aus dem Weg. Ich dachte, das ist im Weg. Gut. Also ich habe die erste Ladung Gras zusammen. Sollte ich vielleicht mal einen zweiten Ladewagen? Der kannst du ja auch kaufen. Kostet ja nichts. Echt, wie viel kostet denn der? Ein paar hundert, glaube ich. 3890. Ja, kauf noch einen. Ja, gut. Du hast es gesagt. Du kannst mich jetzt sicher anmerken. Nee, klar. Das ist ja. Aber wir brauchen vielleicht noch so ein Mähwerk. Ein Dings da. Nicht Mähwerk. Du meinst? Ballenpresse? Ballenpresse oder so, oder? Ja. Wir müssen ja aus Stroh dann aufsammeln. Ich würde sagen, wir machen da. Rundballen. Ja, entweder Rundballen oder wirklich mit der Quaderballenpresse, weil wir haben ja da auch noch mal als ganz normal, haben wir ja auch noch mal diesen Force-Deck. Der schafft ja drei Ballen als einen Tag zum Einladen. Da würde ich vielleicht dann doch die Frage. Hier unten trotzdem jemand mal ein bisschen mit der. Ja, was? Alter, ihr habt überall so Flecken gemacht mit dem Schwader. Mit der. Soll ich das aufsammeln? Deswegen kaum zu leben. Da können wir nichts hier. Musst du die Wiese beschuldigen. Ja, aber. Kommen wir da auch nicht mit dem Schwader drüber? Ich kann hier gar nichts einsammeln. Vor allem, was ich lustig finde, ist irgendwie. Ist da unten ja gar kein Pickup. Wollen wir dann Quaderballen oder Rundballen? Ich wäre für Quaderballen. Wer ist noch für Quaderballen? Ja, wäre ich eigentlich mit dabei. Ein bisschen einfacher okay. Besser zu stapeln. Dann kaufe ich. Ja. Oh, du hast gekauft, ich merk's. Alter, doch, ja. Ja, eigentlich geht's mittlerweile. Ich würde ehrlich sagen. Das Gras hier bleibt wohl dann liegen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Ja, ein Teil kann ich aufsammeln, aber nicht alles.
Das ist doof, weil wir haben eigentlich extra hier die Wiese dann noch gekauft. Ja, eigentlich haben wir die ja eigentlich. Eigentlich haben wir die ja nur gekauft, weil wir da das Fass wieder haben. Ja, aber. Also. Dann hätten wir das Fass wieder woanders platzieren können. Finde ich jetzt so. Ich dachte, wir haben von der Wiese auch noch was. Tja, wirklich. Ja, dann müssten wir Wiese 2 noch holen. 68.800. Was? 68.000? Ja, 69.000, wenn man jetzt mal aufholen. Das ist gut. Ja, auch R3. Die 1. Wiese 2. Wiese 2. Dann würde ich sagen, machen wir das, weil wir brauchen ja auch noch Heu. Oder? Brauchen wir unbedingt Heu? Soll ich dieses kaufen? Ja. Wir brauchen halt auf jeden Fall nochmal eine Grasfläche. Weil das bisschen hier reicht, glaube ich, auch nicht dann. Hey, ich bin gerade auch wieder falsch gefahren. Warte, ich drehe. So, was macht unser Feld? Unser Feld? Braucht noch eine Weile. Unser Feld ist unser Feld, muss ich mal so sagen. Der Chef will dazu? Ne, das Feld, die Felder brauchen. Die Felder sind da. Okay. Nee, krieg ich so gut wie nichts weg an dem Gras, was hier liegt. Wieso probierst du es denn noch weiterhin? Ja. Ich weiß, wie es aussieht. Kann man's ja. Warte, wo hast du jetzt gestoppt? Ach, hier oben. Ach, du hast jetzt noch einen Ladewagen? Hm? Hast du jetzt noch einen Ladewagen gekauft? Naja. Hast du gesagt? Hier. Warum? Wer hat es gesagt? Er hat gesagt, wenn. Bearbeitest du die zweite Wiese dann gleich? Teilgefahren? Ja, ja. Achso. Ich habe gerade die beiden Fässer geholt. Ah, ja. Und dass wir da dann auch gleich mähen und. Sonst soll ich das Gras dann pressen? Was da schon liegt? Ja, können wir Grasballen verarbeiten? Für die Kühe? Ja. Ja, dann pressen wir. Also hier unten noch nicht, auf Feld 2 würde ich dann pressen. Auf Wiese 2, ja. Ja, Wiese 2. Okay. Alter, das sieht jetzt so hässlich aus, da liegt überall ein bisschen Gras rum. Muss ich die Wiese beschuldigen? Nee, wer hat probiert zu nähen? Nee, nee, nee. Mit Lügen wollen wir hier gar nicht anfangen. Lügen? Das sind nur Schuldzuweisungen, keine Lügen. Ach, ich niemals lügen würde. Maruna, du kennst mich doch. Ja, du mich auch. Was? Ich hab mich nur verfahren. Letzte Woche. Oh, ich hab ach so. Vorne drin. Ach so, stimmt. Im Challenge-Projekt, da hast du es ja nur aus Versehen verfahren. Ja, ja. Weißt du, ich hatte immer noch diese kurzen Lecks da manchmal. Aus Versehen extra hingefahren. Ganz aus Versehen Feldstraße. Ganz aus Versehen extra. Das war ein öffentlicher Forstweg, also von dem her. So, ich demnächst kaufe ich den und stell da ein Schild hin. Ich werde jetzt mal den Frontlader. Kein Durchlass, außer für mich gerade bist du Obermeister. Hä, warum? Achso, der Ladewagen ist noch an, deshalb. Stimmt, warte mal. In Minecraft, da müssten wir eigentlich immer noch die Bürgermeister mal. Das sollten wir tun. Das wollten wir eigentlich schon vor langer Zeit machen. Etwas, ja.
muss ich den Frontball auch noch abhängen, ey. Also ich bin jetzt bei Wiese 2. Okay. Hast du auch schon gemerkt? Nee. Diese Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Was kann diese... Hä? Warte mal. Jetzt. Wieso kann ich den Fort nicht verkaufen? Verkaufen? Ja. Wieso willst du den verkaufen? Nein, die Option gibt's halt nicht. Das hat mich gewundert. Ist das ein Anzeigebild? Bei mir ist noch das Gras in meinem Ladewagen. Und da wird mir noch angezeigt, dass ich Gras im Ladewagen habe. Aber irgendwie... liegt hier schon. Bis so minimal kann das passieren. Dann hole ich jetzt Kleeberg auf mir. Dann mache ich einfach mal Abladen beenden. Also du hast es noch an und der hat gleich wieder Häckselgut eingefüllt. Ja, bei mir steht immer nur Gras. Bei mir steht Gras 100%. Pass auf, wenn ich gleich hier oben wieder anfange, dann steht es direkt wieder. 100% steht bei dir. Ja, 100% voll. Das ist ein bisschen viel. Warte, ich guck mal. Oh, ich wurde zum letzten gefallen, gar nicht. Also manchmal ist das schon echt komisch, wenn ich da mal so fahre, die gehen manchmal die, fährt manchmal mein Traktor in meinen Ladewagen hinein. Ja. Das sind die bekannten Lecks. Ah, ja, siehst du? Siehst du, das war doch ein Bug. Hier, jetzt habe ich wieder angefangen, jetzt ist wieder alles weg. Es fängt wieder neu auf. Du kannst gleich nach links abbiegen, ne? Und die hinterste Schwarz nehmen. Mach ich. Ich find's halt immer noch komisch, dass man hier einfach diesen Pickup nicht sieht. Ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich eigentlich eher so ein... Du musst von der Hand hochschaufeln oder so. Ja. Ja, wo ist denn die Wiese 2? Die ist direkt nebenan von Wiese 1. Ja, die ist direkt neben Wiese 1. Neben Wiese 1, nicht 1. So. Aber das ist gut, wir arbeiten fleißig an unserer Tierzucht. Haben wir eigentlich jetzt schon die Tiere gekauft? Nee, bringt uns ja nichts. Wir können sie ja noch nicht versorgen. Bei dem Ladewagen eigentlich auch. Ob sie, ah ja, genau. Hinten. Hinten ist schon mal gut. Und ab Seite. Ja. Jetzt habe ich auch auf hinten. Ja, weg damit. So, was ich ganz interessant finde, ist dieses Vehicle Enhanced. Ja. Vehicle. Also, dass man rechts unten die ganzen Zusatzinfos. Das ist schon echt praktisch irgendwie. Ja, ich finde es vor allem bei Anbauteilen halt. Also, dass man sieht, in welchem Zustand die Anbauteile sind. Schnell, dass vor allem abgeladen wird. Ja. Oder zack. Weg ist es. Nicht so weit am Rand abladen wird. Also nicht am Silo Anfang, Ende, meine ich. Achso, nee. Sonst ich habe jetzt immer da, wo du abgeladen hast, so. Ja, sonst drückt man es halt raus. Naja. Anfang.
Das war auch so ein bisschen das Problem bei dem Challenge-Projekt, da hat es Tiger-Farm ein bisschen einen großen Hüppel gemacht, sag ich jetzt mal. Da, wo ich das Blatt gefahren habe, ist alles übergeschraubt. Das Lustige ist, wo das dann in dem Silo war und ich dann da drüber gefahren bin, es ist trotzdem rausgeglitscht. Also. So, ich fahre jetzt glaube ich schon die dritte oder. Ja, die dritte Ladung weg. Du hast eine oder zwei? Zwei. Zwei? Mhm. Da haben wir schon 60.000. Ich bin schon beim zweiten Vorgewinde. Beim. Ja. Da gucken wir mal, ob wir hier drüber kommen. Nein. Er steckt fest. Ich komme, ich bin gleich unterwegs. Warte. Und gleich. Ah, jetzt bin ich durch. Ja. Weil ich jetzt irgendwie lustig, wie wir überhaupt wieder angefangen haben mit LS zu spielen, so. Wie ich einfach erst Minecraft so zusammen gespielt habe, so den ganzen Tag, so immer mal wieder. Und dann habe ich so gefragt, ob du LS hast. Und dann so, ja, komm, wir machen mal ein Projekt. Ja, nein, oh fuck. Oh. Ja, ich habe gerade noch so gebremst und dachte, ach, oh, das schafft das schon. Dann, war ja nicht mein Traktor. Ja, aber ich fand das irgendwie schon ein bisschen lustig, wo wir das dann halt. Wie wir das halt gemacht haben mit LS, wie wir da drauf wieder gekommen sind, überhaupt so. Ja, perfekt. Schon. Ja. Ich glaube, du kannst schon den Schwader nehmen. Den. Ja, Schwader. Nee, warte mal, was. Doch, Schwader. Und dann drüben Schwaden. Hier während dem Fahren zu schreiben, gell? Am Handy rumzutippen. Macht ihr sowas? Kann sich sein. Ah, das ist meine Tastatur. Mechanische Tastatur. Ein Geräusch. So gut, Wiese Nummer 1. Oh nein! Haben wir fertig. Oh nein, ich stecke fest! Oh nein! Ich komm. Schon. Komm schon! Schieb dich gleich an. Der Stecker aber komplett fest. Er bewegt sich noch nicht mal irgendwie vor und zurück. Ja, ich schieb gleich. Und vor allem ist die Kacke, genau deswegen ist das jetzt hier an einem Haufen eigentlich ganz schön geil. Ja, durch das, dass der so schnell ablädt, entstehen da halt große Häufen. Häufchen. Also komm. Oh nein, ich stecke fest. Oh nein. Piep. Wenn du jetzt auch stecken bleibst. Ja, du hast viel zu weit außen abgeladen. Ja, das wollte ich ja nicht mal. Ja, ja, geschafft. Ja, weg. Also ich bin noch schon halb fertig mit der Wiese. Ja, Mikado kommt Schwaden. Dann komme ich pressen. Aber ich denke, pressen können wir erst in der nächsten Folge, weil wir müssen hier noch ein bisschen platt fahren. Und die Folge ja, ist. Ja, warte, ich habe eine Idee, weil. Hier den Johnny, den können wir hinten fahren. Du hast auch gekauft den Ladewagen? Ja, gell?
Bett. Soll ich mich jetzt schon zum dritten Mal? Ja, ich bin halt alt und verlässlich. Ich stelle den jetzt einfach mal hier ab. So, hier, warte mal. Die Folge ist jetzt vorüber, oder wie? Ja, gleich. Hier den Ladewagen einfach so in die Halle reinschiebt, damit er einmal eine Kurve fährt, um nicht rückwärts fahren zu müssen. Das ist so meine Kunst. Die Kunst der Drehschirmische. Ich hab's ihm schon immer gesagt, dass ich immer der Beste bin, der das kann. Er hat mir ja nie geglaubt, deswegen muss ich es ihm mal zeigen. Du meinst der Arbeit aus dem Weg gehen? Gar nicht wahr! So, wir müssen auch diese Lage hier das Gras hier noch ein bisschen reinfahren. So, mal kurz hier konfigurieren. Konfigurierst du gerade wegen... Ja. 2000 Euro kostet das. Das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt. Doch, das hat sich gelohnt. Ja, wir müssen halt ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel Geld zum Himmel rausblasen. Weil wir müssen ja... Vor allem sieht der jetzt voll lustig aus. Wir brauchen ja zum Beispiel noch einen anderen Ladewagen. Guck dir mal, wie der jetzt aussieht. Sieht schon lustig aus. Ja, lass mich mal dran hier. Ja, aber nicht so weit am Rand fahren. Will ich es? Nein! Gleich mal wieder Failure. Ich hab mich gem. Ah. Hier. Das ist alles, was ich verdient hab. Ein bisschen Gras, Heizelgut auf dem Kopf. Hier, warte, guck, warte, ich schaff das. Nicht. Ach, scheiße, ich hab's. Ah, genau. Immer weiter. Und hilft mir halt gar nicht. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss das Häckselgut hier wegkriegen. Ja, so sagen Sie mal. Ich blende Sie. Ich nehme Sie mich wenigstens mit. Eigentlich müsste ich so weit unterbauen können, dass du wieder fahren kannst. Vor allem, ich habe ihn konfiguriert und genau dann, wo ich dann da reinfahre, bleibe ich direkt schon wieder stecken. Man merkt schon, Profis am Werk. Ein Profi am Werk. Natürlich. Gut, aber ich würde sagen, das war es trotzdem von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder die Folge zusammen. Heißt, ein Kado bleibt stecken. Ja, warte mal, ich mache mal gerade noch ein Pressefoto. Da will ich wenigstens auch wieder draufstehen. Ja, nein, schieb dich. Nein, bleib schieb stehen. Dich ein bisschen hoch. Bleib stehen. Normal kommt man doch da irgendwie hoch, gell? Nein. Ja. So. Vor allem Mikado sitzt drin. Naja, also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Oder alles. Tschüss. Weil ich hatte dich hochgehoben. Das zählt nicht. Ja, ja, los, weiter so! Scheiße! Da war! Also, ich fahr jetzt meine letzte Bahn. Ab. Ja, los! Ich kann nicht! Ja! Ciao, Leute!